Willkommen zurück bei Might & Magic Swords of Azin. Wir waren das letzte Mal. Ja, wo waren wir denn das letzte Mal? In der Stadt, im Türmchen, haben das befreit, haben die Kanalisation komplett gemacht, beziehungsweise das hatten wir schon. Haben aber auf jeden Fall alles mal aufgeräumt und der nächste Punkt war, dass wir, als wir aus der Stadt Hart raus sind, eine Meldung bekommen haben vom Bürgermeister von wegen, jetzt bitte im Norden uns befreien, denn wir werden angegriffen von weiß Gott was. Oh Gott. Und eigentlich sollten es, glaube ich, Ogre sein oder Orks. Aber das da hinten ist ein Säbelzahntiger und da haben wir gelernt, die sind ziemlich, ziemlich übel. Aber wir haben jetzt ja Energieblast. Was auch immer der jetzt genau bringt, der ist auf jeden Fall auf ein Ziel. Oh Gott, wir haben gar nicht geschlafen, sehe ich gerade. Haben wir das mit ihm auch? Nee, haben wir nicht. Was ist denn her? Power Shield. Könnten wir mal machen, dann überleben wir länger. Vielleicht können wir den so lange verdreschen. Da wird ja der Schaden um die Stufe, also 8 Punkte, reduziert. Könnten wir mal versuchen. Ob das eine Idee ist, eine gute, weiß ich nicht. Aber viel mehr Möglichkeiten haben wir nicht, ne? Wir haben nur Feuerball. Oder jagen wir ihm einfach 2 Feuerbälle rein. Das ist eigentlich für eine Gruppe gedacht, aber was haben wir denn noch? Hat 30, 12. Ach Gott, wir hätten auf jeden Fall rasten müssen, weil die haben alle nicht mehr so viel. Dann Identify Monster können wir mal Spaß haben, machen, wenn er da ist. Ich möchte mal wissen, was der für Wert hat. Auch wenn wir jetzt drauf gehen. Komm, ist wurscht. Ist halt jetzt nur einer. Von 12. Irgendwas für 12. Schrappmetall können wir benutzen. Aber wir machen einen auf Identify Monster. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon funktioniert. Deswegen warten wir erstmal noch einen Moment ab und geben ihm einfach nur einen Energy Blast. Oh, er hat direkt einen abbekommen. Ja, für mehr ist da nicht zu machen. Da können wir gerade noch so einen Magic Arrow oder einen Sleep. Wir können mal einen Sleep probieren. Und er bewegt sich nicht mehr. Sehr, sehr schön. Dann blocken wir einfach nur. Wir blocken einfach und identifizieren jetzt das Monster. Was hat das wie denn? Jetzt hat es nur noch 28 Trefferpunkte, nachdem wir schon den Feuerball reingehauen haben und was anderes. Kann 3 Leute angreifen, beziehungsweise 3 Attacken, also auch 3-mal den gleichen. Hat eine 20er Rüstungsklasse, deswegen treffen wir halt nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das Ganze funktioniert mit den, mit den Werten. Ob das wie bei D&D ist, dass man einfach nur über einen gewissen Wert kommen muss an Rüstungsklasse. Oh, da ist er wieder, verdammt. Aber das ist gar nicht mal schlecht. Warum habe ich Idiot das vorher nicht genutzt? Beziehungsweise ich habe das eigentlich so gut wie nie benutzt. Ich glaube, das letzte Mal, als ich Darkseid gespielt habe, aber das war es auch. Das ist ja genial. Wir brauchen auf jeden Fall Bless, weil sonst mal gleich. Verdammt, können wir nicht zaubern. Das kostet 18. Was bauen wir jetzt? Cold Ray können wir auch nicht benutzen. Acid Spray können wir verwenden. Aber die dachte, jetzt ist eine neue Scorching-Geschichte. Was hat die denn noch gleich? Oder können wir gleich mal wieder gucken? Einen Moment. Jetzt schauen wir gerade mal. Wie heißt das Ding denn? Und ich muss sowieso mal. Genau, Scorching Mace. Mace wissen wir ja so in etwa, was das an Schaden macht. Irgendwie 2 bis 8, glaube ich. Moment. Mace war. Keine Ahnung. Klappe ist 1 bis 3. Dann ist Mace vielleicht 2 bis 4 oder so. Also nicht besonders gut. Oder 2 bis 6, 2 bis 8, 1 bis 8. Keine Ahnung. Ja, dann einen Augenblick. Wir wechseln wieder ganz krass zu Scorching. Ah, okay. Dann schaue ich auch mal kurz in die Liste im Hintergrund. Oh, noch jede Menge offen. Verdammt. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Egal, Scorching ist Fire, garantiert. Leck mich am Kittel, plus 30. Ich kann natürlich jetzt nicht drauf zeigen, aber das ist unter Elemental Modifications, direkt unter Fire, der letzte Punkt. Scorching macht also plus 30 Schaden. Willst du mich verarschen? Okay, dann würde ich mal sagen, wir haben auf jeden Fall gewonnen. Was haben wir denn noch eigentlich? Fury, Dance haben wir noch gehabt. Dance sind gleich plus 9 gewesen, aber Elektro-Sonic war das. Dance ist plus 4. Okay, Sonic haben wir plus 5. Sonic Sling, naja. Naja, also das Venom ist ein Schild, plus 15, ja. Also gut, dann stimmt es tatsächlich, dass der die rechte Spalte für die Rüstung ist und links ist für den To-Hit, also was auch zusätzlich mit dazu kommt. Stimmt nicht ganz, aber es hat der Schadensbonus, der Damage-Bonus, bei To-Hit gibt es ja da nicht.
Das ist ja beim Material auf der linken Seite dann der Fall. Gut, dann würde ich sagen, wofür muss man es eigentlich befürchten? Leder, gut. Brass habe ich nachgeschlagen, ist natürlich Messing. Ja, selbstverständlich ist es Messing. Ja, da hatte ich, ich habe auch an dieses Grüne gedacht, ne? Diese Kuppeln an na, ist das Messing? Die grünen Kupfer, Messing, Kuppeldächer, ich weiß es nicht mehr, egal. Auf jeden Fall, ja, Messing. Scorching Maze ist also richtig gut. Was hatten die für Werte? Okay, 17, die hat 19, die Werte. Klerikerin. Sollen wir mal schauen, was Mystic ist? Mystic Clamp? Accurate Cudgel. Ja, aber dann trifft sie wieder nicht, ne? Weil sie den dann nicht hat. Dann hat sie nämlich nur noch die. Und jetzt hat sie 19, wenn wir das wieder ablegen. 14, ja, dann trifft sie wieder nichts. Dann ist sie ein bisschen, naja, nicht so gut. Dann lassen wir es, wie es ist und hoffen mal. Moment, da schauen wir es gerade nochmal nach. Wir schauen gemeinsam. Karte. Nicht ganz so einfach. War das Mystic, ne? Wo könnte das sein? Mystic. 8 plus 5. Das ist was Magisches unten. Mystic, Magical, Ectoplasmic. Ist das nicht Ectoplasmatic eigentlich? Ectoplasma? Ectoplasmic? Egal. Plus 5. Das ist also im Vergleich Schrott. 25 weniger. Okay, dann können wir das nicht benutzen. Auch diese ganzen Tastenkombinationen immer. So, okay, wir sind wieder hier. Gut, jetzt mal schauen. Aber ich denke mal, ja, ist vielleicht ein bisschen, ja, so ein frickelig ein bisschen das Ganze hin und her, aber ich glaube, besser ist das, denn, ja, ein bisschen kann man die Haare schmieren, Hammer sowieso. Und sonst kann das keiner benutzen. Doch, natürlich, die Idioten können natürlich auch Klappe, sind nur ein dummer Knüppel. Staff, haben sie Staff als Stab? In der deutschen Version? Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt. Ja, das ist Fiery. Das war eine von den oberen, die ist nicht so gut. Frost. Sonic Sling bringt dann auch nicht so viel, aber ist immer noch besser wahrscheinlich als der Longbow, weil die macht ja plus 5 Schaden. Das ist schon mal der Mindestschaden. Und Dance haben wir gelernt, waren auch nur plus 4, glaube ich. Oder plus so, plus 3, glaube ich. Bonus. Energetisch. Silver, was ist denn Silver? Mit Silver treffen wir auf jeden Fall, aber besser im Nahkampf. Wir haben eine Burning Great Axe. Die haut halt ganz gut rein. Aber Flickering. Ich war sogar noch besser, ne? Egal, wie man es reden wendet, wahrscheinlich fallen wir jetzt gleich tot um und dann war es das sowieso. Wir versuchen mal reinzuhauen. Ach du Scheiße. Man hat gerade gesehen, dass der Blutfleck schon groß war, aber der Feuerballjunge, der war ja ähnlich groß. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber wenn die schon so eine heftige Waffe hat. Heftig. Dann sollen wir mal schauen. Nee, wir wollen mal schauen, ob wir vielleicht. Charm Incandescent. Okay, die hat nichts dergleichen. Haben denn die anderen. Fast Ring, Sage Ring. Was hat die denn? Swift und Friendship und Castor. Ja, ist nett. Augur Belt. Augur Belt. Wir brauchen auf jeden Fall noch so ein Augur Belt. Dann haut die nämlich richtig rein. Das heißt, wenn die keine Zauberpunkte mehr hat, dann kann die ihre Flammen. Ihren Flammenknüppel packt die aus und dann ist hier Feierabend. Das ist nicht schlecht, okay. Dass sie da sowas Mächtiges haben, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Something is buried here. You wish to dig. Ja, komm. A trap was sprung. Super. Aber ein goldenes. Ach, die haben das vergraben, die bösen Kreaturen. Jetzt verstehe ich. Ja. Okay, dann. The city of Heart is closed until the threat from the north is stopped. Ah, oh, ich krieg einen Anfall, ey. Ja, sprechen wir es auf 6. Ich würde sagen auf 7. Huh? Einfach nur so, weil neue Session. Das gibt's doch nicht. Lassen die uns nicht rein. Wir haben den nächsten Knüppel. Kommen wir da irgendwie. Nee, das war bei Darkside war das ganz nett. Da konnte man über die Kanalisation in die Stadt eindringen. Ja, okay. Eine Glaive. Glaive sind, was ist eine Glaive? Glaive ist eine Stabaxt oder sowas. Ah, okay. Ja, gut, dann. Ich frage mich, was sie machen, wenn wir jetzt angreifen. Kommen die jetzt der Reihe nach? Oder wie funktioniert das Ganze?
Wir haben kaum noch Zauberkraft. Und das sieht eher nach. Dann sind es tatsächlich Oger und keine Orks. Oh oh, wir sind echt nicht vorbereitet. Dann machen wir einfach mal kurz Trick 17 und springen. Trick 17 nutze ich, glaube ich, relativ oft, kann es sein. Aber man muss auch sagen, es ist mit Abstand der beste Trick. Okay. Dann hätte ich gerne leckeres, nicht Acid Spray, sondern Bless. Das ist nämlich richtig gut. Ja, bei krassen Kämpfen könnte man dann tatsächlich auch mal die Geschichte... Mache ich wahrscheinlich jetzt sowieso, oder? You feel healthier. Geben wir uns die... Wie viele Punkte sind denn das eigentlich? Oder 2 von ursprünglich? Warum der links oben die Mausi nicht anzeigt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Es ist kein Fenster im Hintergrund. Es ist mir ein Rätsel. 30 Punkte. Ist nicht die Welt, aber ist ganz gut. Wir können uns schon mal vorbereiten, wahrscheinlich auf ein Protection from Elements Feuer, wenn da wieder Schamanen dabei sind. Power Shield, ja. Sollten wir eigentlich nutzen, ne? Denn je Power Shieldiger wir unterwegs sind, das heißt ja, dass da die reduziert werden um Level. Um Level des Zauberers. Shroud Metal haben wir ja gesagt, wollen wir nicht mehr benutzen. Aber Fireball ist so teuer. Haben wir nicht eine bessere, eine Alternative? Irgendwie, irgendwo, oder was? Ne, das ist immer noch Shroud Metal. Ach, weil wir den dummen Energy Blast nicht gegeben haben. Jetzt kommen wir nicht mehr in die doofe Stadt. Das ist natürlich wieder ganz besonders günstig. Und gerade wenn man mit Sleep arbeitet, ist es perfekt. 3 Leute werden eingeschläfert und alle knüppeln erstmal einen nieder und der Rest darf nicht zugucken, aber die schlafen halt, die kriegen es gar nicht mit. Das ist richtig, richtig angenehm. Der hat zumindest Energy Blast. Ja, Shred Metal würde ich aber trotzdem mal bevorzugen für den Moment. Sie hat Bless, das bleibt natürlich nicht so. Ich würde sie ist Bless. Muss gerade wieder mal schauen. Magic Arrow wäre eine Möglichkeit, aber wir bleiben bei, glaube ich, Acid Spray, ne? Das ist so die. Ja, dieser Standardspruch eigentlich mehr oder weniger. Und er darf mal Wunden heilen. Ja, ist in Ordnung. Du bist, hast halt einen guten Charakter. Oder so. Alles klar, dann kümmern wir uns mal um. Ach Gottchen. Das war natürlich so nicht gedacht. Au, das auch nicht. Aber, dann weichen wir mal zurück. Und da es jetzt mal eng wird, kommt jetzt der Kollege Feuerball. Aber weil der noch so viele hat, benutzen wir mal spaßhalber Lightning. Der ist zwar nicht so gut für Maximalschaden, aber der Grundschaden ist höher. Passt rein. Und damit haben wir zum Beispiel schon mal die 2 ausgenockt. Was können wir da machen? Insektenspray bringt ja nichts. Das sind aber wieder 2. Ach, Futter haben wir ja jetzt wieder. Ja, dann ist doch völlig egal. Weil das bisschen an Sabertooth muss zuerst weg. Bitte schlag ihn down. Ja, trifft wieder keiner, ne? Ist wieder typisch. Wer trifft? Wieder keiner. Ja, warum schlage ich nochmal zu? Und sie hat's wieder gerissen. Maul und Hellebarde, okay. Iron Maul, okay. Ne, Iron. Goldene Hellebarde, was war denn das nochmal? Amber. Amber und Gold. Da können wir Spaß noch mal ganz kurz gucken. Moment. Das würde ich mich wahnsinnig gerne wissen. Ich hoffe, das stört nicht, dass ich da immer wieder raus tappe. Ich muss nur mich mal dran gewöhnen. Also Gold haben wir links. Gold, 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 Gold. Gold ist plus 8. Oh, plus 8 auf den Schaden. Und to hit, also sie trifft besser. Das andere war Amber. Amber ist plus 3, plus 3. Gold ist plus 8, plus 4. Plus 8, plus 4. Okay, das ist gar nicht mal zu verachten, das Zeug. Also eine goldene... Und genau, da können wir gleich schauen, was ist denn Burning? Ach, Burning ist ja nur plus 2. Okay, dann benutzen wir jetzt mal was Neues, weil das ist ja totaler Quatsch. Ja. Moment, wenn ich jetzt so wechsle. Also können wir es natürlich auch machen. Dann sieht man das im Hintergrund. Das sehe ich hier gerade. So kann man es auch machen. Spare ich mir das hin und her gewechselt eigentlich. Aber... Und so haben wir die Karte im... Ja, so ist es wahrscheinlich besser zu erkennen, würde ich mal sagen.
Endgültig löschen? Oh nein, ich habe die falsche Kombination. So, ich muss mir das mal anschauen. Ich glaube, das funktioniert alles soweit. Dann wieder, wieder zurück. So, da sind wir wieder. Guten Tag. Ja, alles nicht ganz so einfach. Also wir können auf jeden Fall die Burning Great Axe, glaube ich, mal wegschmeißen. Die Hellebarde ist nicht so gut, aber die Großaxt, aber dafür ist sie Gold. Die trifft besser. Und diese plus 2 Burning, ich habe gedacht, das wäre richtig toll. Aber jetzt sehe ich ja zum Beispiel, wenn sie angreift mit der Scorching Maze, mit dieser, weiß ich nicht, flammenden Knüppel oder Keule, der ist ja riesengroß, der Effekt. Und das ist ja immer relativ bescheiden gewesen, so von der Optik her. Emberglaive kann aber... Glaiven kann die auch tragen, aber ist eine Swift Broadsword. Ja, Schild hat die... Moment, die ist doch Räuberin. Und eine Räuberin kann das tragen? Doch, ja. Female Dwarf Robber. Oder liegt es daran, dass es Zwerg ist? Hat das dann irgendwelche Auswirkungen? Eigentlich nicht, oder? Aber Emberglaive haben wir gesehen, macht plus 4, plus 3. Aber Swift Broadsword, die ist auf Speed 20 und so ist er bei 17. Dann ist sie halt wirklich spät dran. Andererseits ist der Schaden mit der Glaive hier besser. Venom ist ja nur gegen Gift. Gegen Gift. Und Silver ist dann, glaube ich, bessere Panzerung. Plus 4 oder sowas war das, glaube ich. Blade Armor kann sie ja nicht tragen. Swift Bronzer, da machen wir einfach Ember. Okay, dann bekommt sie jetzt den zweihändigen Knüppel. Hier eine goldene Hellebarde. Hier eine. Was ist denn Ember nochmal? Ember ist nicht Ebenholz, das war Ebony. Ember. Harz. Genau, Harz, glaube ich, oder? So hieß es, glaube ich, im Original. Burning Great Axe, Fury Dagger. Fury, ja. Ach Gott. Also irgendwie. Er trifft zwar nicht, aber wenn er mal zuhauen muss, haben wir Mystic Club und Fury Dagger. Scorching Range. Und die hatten akkuraten Knüppel. Cutchel ist dann wahrscheinlich der Knüppel. Dann ist Mace vielleicht der Totschläger. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich wünschte, mehr Leute könnten Dings benutzen. Bögen. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal probiert. Armbrüste sind wahrscheinlich auch kein... Oder Sling vielleicht? Sonic Sling? Geht denn wenigstens Sling bei euch? Nee, nicht mal mit Schlingen. Also mit, was ist ein Sling? Eine Schleuder. Könnt ihr also auch nicht benutzen, okay. Moment. Alles gut. Gut. Ich habe doch gesagt, ich soll die Maus nicht mehr so viel benutzen, aber es macht doch so... Man ist es so gewohnt, ne? Lightning Bolt reinknallen, dann ist gleich Ruhe. Ah ja, Shrapnel. Das gute alte Shrapnel. Zaubern wir einfach so gut wir können. Okay, das... Und das sind normale Ogre. Wieso sind die denn so krass? Oder warum haben die jetzt gerade so reingehauen? Ach, ich habe Bless nicht mehr, weil ich mich ein paar Mal in der Welt hier bewegt habe. Nehme ich mal ganz stark an. Das ist so zwar nicht gedacht, aber gut. Was machen wir? Ja, kostet keine Edelsteine. Acid Spray, dass alle was davon haben. Und die sind immer noch nicht alle rot. Das gibt's noch nicht. Jetzt sind sie langsam mal so ein bisschen rot, okay. Cure Wounds auf sich selber, mal Spaß halber. Oh, da fällt mir ein, ich hätte vielleicht... Ich bin jetzt schon wieder die dumme Maus. Okay, dann hauen wir sie so kaputt. Erster weg. Das war ja so klar. Das war ganz schön doof. Ja. F4. Minus 6. Hoffentlich sind die Klamotten noch ganz. Oh, zum Glück. Und den Swift-Helm, den sollst du am besten behalten. So, dann zaubern wir mal Wunden heilen. Wir fangen mit ihm an. War nicht so intelligent, muss man zugeben. Falsche Entscheidung getroffen. Okay, der hat nichts mehr, dann kommt sie dran. Aber wieso haben die denn so viel ausgehalten? Haben wir die normalen Ogre nicht relativ leicht... Ach nee, Quatsch. Ogre Guards sind ganz spezielle gewesen, von denen hatten wir nicht so viele. Ah ja, wahrscheinlich kommen sie aus dem Loch da gekrochen, oder? Hier bleiben wir einfach stehen und schießen das Vieh ab. Okay, dann machen wir erstmal den Nordwesten hier klar. Oh, da scheint noch ein Höhlchen zu sein. Was ist das für ein Höhlchen? Descent into the Troll Mine. Trollmine. Ja.
Komischer Sound bei diesem Lied. Dann zaubern wir geschwind Licht. Und wenn wir hier drin sind, müssen wir auf jeden Fall mit 3 Bless zaubern. Ich glaube, bei Tröllchen können wir uns das Ganze schenken mit irgendwelchen... Zurückkommen wir, okay. Mit irgendwelchen... Ja, Power-Shield-Geschichten zum Beispiel. Das braucht man wirklich nicht. Ja, du wieder auf Acid. Also nicht auf Acid, sondern, ne? Die zaubert gleich dieses hier. Und hier bleiben wir... Ach stimmt, ich könnte auch, Nature's Cure zaubern, falls jemand eine drauf bekommt. Was waren das? 25, glaube ich? Oder Power Cure 25 und Nature's Cure 12 oder irgendwas in der Richtung? Protection from Elements. Eventuell gegen Feuer, weil wenn diese komischen Äuglein wieder kommen, die gab es ja in Darkseid relativ am Anfang in diesen Minen. Deswegen ist es gut möglich, dass da gleich was passiert. Ja, der hat schon wieder kaum noch Zauberpunkte. Wir müssen wirklich mal aufleveln. Aber wo kommen wir denn hin zum... Wo kommen wir da hin? Zum Aufleveln. Vielleicht ist dieser goldene Zauberstab, den wir haben, vielleicht ist das Rätsels Lösung. Denn, oh, so, er ist sogar getroffen mit seinem... Ach, das sah nicht schlecht aus. Ein Fury Dagger hat auch einen Feuereffekt gehabt. Oh, Trollguard. Das müssen wir ein bisschen aufpassen. Der hat einen Schlag abbekommen, hat noch 47. Sehe ich das richtig? Ist an ihm ein bisschen krass. 47... 47 sind... Was sind das? 25, ja. Wir hatten ja maximal der Werte Arturius. 88. 88. Weiß ich nicht. Wir... Okay, zwei sind wahrscheinlich auch wieder die dicken Jungs, ne? Die dicken Jungs. Trollguards. Trollgrunts. Okay, das war nicht so gut. Macht aber nichts. Da können wir zumindest wieder mit Nature's Cure um uns hauen. Aber ich würde sagen, wir greifen einfach mal standardmäßig an. Ja, weil das können wir uns echt schenken. So, bitte mal Nature's Cure auf sie zumindest. Was, auf ihn. Was hat sie nochmal an? Moment, das können wir auch so machen, ne? Ah ja, gut, dann sparen wir sie mal aus. Wieder mal hier. 72. Ah ja, die paar Bündchen. Okay, das ist jetzt wieder was für Speichern und Laden eigentlich. Wir probieren es mal. 500 Gold. Sieht aber, wenn es so ein gerader Wert ist, nehme ich an, dass es immer 500 Gold sind. Das ist nämlich so nett gewesen am 5er, Dark Side of Zine, oder auch bei anderen. Leider beim 6er nicht mehr so wirklich präsent. Einmal gab es, oder zweimal gab es, glaube ich, in irgendwelchen Minen, aber nicht mehr so richtig. Fand ich immer schade, denn das hat echt Spaß gemacht, obwohl es halt diese Trial-and-Error-Geschichte war. Ja, der Schaden ist halt echt nicht von schlechten Eltern. Okay, was tun? Schrappenteil, warum nicht? Okay. Also Trolle können doch reinhauen. Was hatten die an 0 Trefferpunkte? Sehr gut. Vielleicht aber auch nur einfach auf 0 geknüppelt durch so einen magischen Effekt. Das kann auch sein. Sowas gibt es ja auch im 6er, dass man einfach nur ja, bewusstlos geschlagen wird. Und da spielt es ja dann keine Rolle, wie viel Trefferpunkte man eigentlich hat. Vielleicht doch ein bisschen kleiner anfangen. Aber das ist ja die Sache, die ich schon mal erwähnt hatte, dass man zwar damit die Leute schnell hochgeheilt bekommt, aber so nicht so richtig effektiv oder effizient. Ne, effizient ist es eigentlich schon, aber man kann mehr rausholen aus seinen Zauberpunkten, wenn man die Leute, ja, ich sag mal, langsamer heilt. Ja, jetzt können sogar die Kollegen hier, Mr. Club und Fury Dagger, ja. Fury, Fiery, was auch immer. So, auf 7 gespeichert. Wir gucken und lassen 250. Sind es wirklich nur 250? Wir schauen. Ja, okay, also das sind fixe Werte. Finde ich ein bisschen schade, denn, wie gesagt, das hat immer Spaß gemacht. Da gab es die auch Cave-Ins und plötzlich war die ganze Gruppe weg. Vor allem, wenn man da als Level 1 eingetappt ist. Und das konnte man dann zu den, ja, danebenstehenden. Und dort Gems. Okay. Nicht Merchants, sondern Handwerkern packen. Und die haben dann
haben einem dann Rüstungen oder Waffen hergestellt aus dem Material. Das war schon richtig gut. Hat auf jeden Fall... na, wir bleiben dabei. Das ist, glaube ich, noch das Beste, was wir machen können. Haben auf jeden Fall dadurch schon... Ja, man hat so einen kleinen Bonus bekommen, direkt zu Beginn. Das heißt, man war direkt mal ein bisschen stärker. Und das hat schon wirklich Spaß gemacht. So, jetzt bitte mal ein paar ordentliche Treffer landen. Vielen Dank. Eigentlich müssen wir... Ach, wir rasten einfach. Was soll schon schief gehen? Rest complete. Alles klar. Dann brauchen wir ein bisschen Licht. Das macht natürlich wieder unser Kollege Arturius. Habe ich mal gerne gemacht, diese kleinen, eigentlich unnützen Zauber. Den könnten wir eigentlich auch Bless in die Hand drücken. Dann, ja, weil mehr als ein bisschen die Leute hochheilen oder was auch immer soll er eigentlich auch nicht machen. Beziehungsweise nicht mal das. Er soll nur geschwind einmal seine zwei Zauber, drei Zauber loswerden. Und dann soll es weitergehen eigentlich mit dem mit den richtigen Zaubereien. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen kritisch. Es werden schon mehr. Ich würde aber gerne noch... Soll ich dem entgegenspringen, spaßhalber mal? Klingt vielleicht hirnverbrannt, aber ich habe den Plan, einfach ganz viele auf einen Schlag anzulocken. Aber ich glaube, dahinter sind nicht mehr, ne? Hauptstadt. Was zur Hölle ist ein Hauptstadt? Die Hauptstadt von was genau? Düdüm. Lightning. Ja, wieso hat der keinen Schaden genommen von dem Blitzschlag? Das war schon ein bisschen frech. Ich weiß gar nicht, wie ich die wechseln kann. Moment. Dann favorisieren wir, glaube ich, mal den Kollegen, oder? Und hauen auf den einen. Asset Spray. Oder einschläfern, das hätten wir auch machen können. Wir können beide einschläfern. Wir hauen erstmal die Trolle kaputt und dann... Ja, wie man es macht. Was kann man denn eigentlich noch anzaubern? Achso, der hat nur die, okay. Oder sie hat nur die. Dann... Ersetzblock. Was ist mit dem Troll los? Der nimmt keinen Schaden, oder was? Ist ja ein bisschen frech. Ja, springen wir jetzt nicht mehr. Wir wollen Feuerball reinhauen, würde ich mal sagen, oder? Was ist denn los? Der nimmt keinen Schaden, der Kollege. Blockiert der, oder was? Oder wie, oder was? Verfehlt, finde ich gut. Hm, Holy Bonus. Was ist nochmal Holy Bonus? Dass wir weniger Schaden nehmen? Oder das... Nee, Heroism ist, dass man... Oh Gott, ich weiß es schon nicht mehr. Heroism heißt, man macht mehr Schaden. Holy Bonus, dass man besser trifft. Oder war, wie war das nochmal? War das so oder war das nicht so? Ich weiß nicht, ob ich es wirklich für ihn brauche. Turner Dead kann ich mir sparen. Der ist ja nicht untote. Hm... Sparks, ja. Holy Bonus. Wir probieren mal Heiliger Bonus. Okay, nicht gut. Und dann läufst du bei... Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, was hier gerade vor sich geht. Und ich weiß noch nicht, ob ich wirklich bedeutend Schaden mache. Und ich treffe auch nur einen von beiden. Haben wir das irgendwie jetzt verbuggt, weil ich da reingesprungen bin in die Masse? Dann versuchen wir mal... Sleep. Hatte der Sleep? Natürlich hätte er das nicht. Aber Power Shield können wir mal benutzen, dass wir nicht gleich einen Level abgeben. So, jetzt haben wir einiges. Rüstungsklasse ist, glaube ich, erhöht. Dadurch wieder Schaden erniedrigt. Weniger Schaden und hiermit treffen wir, glaube ich, besser. Kann das sein? Ja, kann sein, aber ich weiß es nicht, weil man sieht es nicht. Heroism ist, glaube ich, dann aber, war jedenfalls später so, dass man einen höheren Schaden hat, wenn man ihn trifft. Dann Nature's Cure, dann kriegt die... Zauberin schon mal plus 25. Und die Reste, die sie noch hat. Wie viel hat sie dann jetzt? 35. Also war sie bei 10. Ja, ist okay. Dann bitte mal, wenn das nicht funktioniert, versuchen wir Energy Blast nur auf den Hauptstadt. Der linke ist also Hauptstadt, okay. Ich bin... Ehrlich gesagt, ein bisschen verwirrt. Dann gehen wir mal auf den Troll los und schauen, ob das irgendeinen Effekt hat. Wir versuchen einfach mal Schrapnell. Jetzt nehmen wieder beide Schaden. Oder muss ich zuerst den hier platt klatschen? 70. Aber wie viel Schaden macht er nicht? Wir können ja mal analysieren. Was bist du denn, du Hauptstadt? Der hat noch 130. Ist schwer zu treffen, hat aber nur eine Attacke. Okay.
Leider bekommt man keine Informationen über die... Okay, ich glaube, die Goldgeschichte ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Ist ein dicker Blutfleck. Diese trifft aber nur eher verlässlich. Warum? Warum? Haben wir dir irgendwas Besseres mal gegeben an Heilgeschichten? Eigentlich nicht, ne? Moment, wieso hat die so wenig? Nur First Aid. Ach, Cure Wounds war der Standard. Machen wir am besten gleich. Oh, super. Er hat getroffen mit seinem lustigen Fiery Dagger oder Fury Dagger. Deben hat was gefunden. Nature's Cure auf sie. Oh, die können sogar noch eine Abreibung vertragen. Dann machen wir das direkt. Aber jetzt gucken wir erstmal an, was sie für tolle Sachen gefunden hat. Silver Boots. Die sind ganz gut. Dann wechseln wir hier einfach aus. 5 kommt weg. 6 ziehst du an. Ne, mit R. Equip. Und die anderen Latschen gibst du mal deiner... Oh, Fast Boots. Deiner Kollegin, der Zauberin. Will sie aber nicht. Leder. Endlich kann der Müll weg. Aber wir machen einfach mal Discard. Leather Boots. Ja, die fliegen komplett raus, weil das braucht echt kein Schwein mehr. Das ist nur Müll. Das hier übrigens auch. Und für die paar Mark, die wir dafür bekommen, schmeißen wir raus. Dann haben wir... Ne, der Rest kann mal bleiben. Ja, brauchen wir einfach überhaupt nicht. Okay. Troll Camp Destroy. Ja, bitte. 20.000 Erfahrungspunkte für das bisschen. Aber ich muss endlich mal aufleveln. Das gibt's doch nicht. Sie sucht bitte mal im Müll. Und eine magische Münze. Münze. Sehr gut. Da drüben waren wir, oder? Ja, damit sind wir komplett fertig. Und hier können wir wieder raus. Jawohl. Ja, in diesem Bereich können wir leider nicht rein. Ich wette, dahinter ist wieder irgendwas Feines wie... Weiß ich nicht, irgendeine Quelle oder sowas. Aber da haben wir auch noch nichts gefunden. Jetzt habe ich mal eine Idee. Wir wissen ja, da oben ist noch... Wir speichern es mal so ab. Auf 7. Jetzt laufe ich wieder zurück zur Stadt. Ich möchte meinen Bonus noch eine Weile behalten. Aha. Ja, deswegen... Ja, also hätten wir keinen Pass für die Stadt. Das brauchte man im 5er und im 4er, glaube ich, auch. Genau. Die haben halt nicht reingelassen. Wenn man den Schlüssel zu einem Turm nicht hatte oder wenn man den... ja, got a pass. Also hast du einen Pass, einen Passierschein? Ja, nein, vielleicht. Schau bitte nur solche Viecher. Was ist denn hier los? Aber gut, kriegen wir hin. Die hauen wir geschwind zu Brei. Und wir haben es ja schon erlebt, beziehungsweise ja, erfahren, wir dürfen erst wieder zurück, wenn hier die Gefahr gebannt ist. Allerdings, Moment mal, wir können ja Spaß haben, mal gucken. Quests. Okay. Autonauts. Clear the bandits off the road and destroy the bandit. Brauchen wir nicht. Take the druid carving to Croc near Imperi Tower. Was auch immer das ist. Save Heart from a band of ogres invading from the north of Heart. Ah, verdammt. Das, was wir hier platt machen, sind aber Trolle und keine Ogre. Ich hoffe mal, dass es trotzdem irgendwie hinhaut. Gehen wir wieder auf das gute alte Schrappmetall. Eigentlich Toxic Cloud haben wir bemerkt. Ja, war Toxic Cloud nicht sogar besser? Irgendwie... Weil es im Verhältnis, ja, aber genau, frisst aber einen Edelstein, deswegen doch nicht so das Nonplusultra. Ach komm, was soll der Geiz? Ja, da geht's natürlich ein bisschen drauf. Ist klar, aber was soll man machen? Irgendein Tod muss man sterben. Na gut, vielleicht nicht. Sollten wir vielleicht nicht. Wenn sie es vermeiden lässt, dann nicht. So. Halt, das war. Oh nee, falsche Person. Die bitte auch wieder Vordermann. Ja, nochmal bitte. Sehr schön, vielen Dank. Zum Glück keine Fernkämpfer wie diese komischen... wie diese Barbaren. So waren das... Hießen die nicht Barbaren? Waren das Barbaren? Wie viel Gold haben wir? 8000. Wir haben ja 20.000 an Tag irgendwas gebunkert. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Tag 54, genau. Was haben wir denn jetzt für Tag? 58. Ach ja, erst 4 Tage vergangen. Arc a Pit Trap. Ja. Yeah. Ich kann mir vorstellen, da kommen noch ein paar.
Vielleicht mal levitieren. Ich hoffe mal, es bringt irgendwas, aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Oder wie war das? Shred Metal ist Nummer 9. Nur falls wieder mehrere kommen. Ach, das war's schon. Das sieht nach Rubinen aus. Da speichere ich mal kurz. 30 Edelsteine und einen Rubin. Aber. Ist das alles? Ja, sehr schön. Wir können drüber fliegen. Also, wenn ihr seht, die Patsche würde ich machen, tatsächlich nichts. Nee. Das wäre auch frech, ne? Wenn es direkt an so einer Geraden wäre, sozusagen. Also keine Einbuchtung oder so. Aber ich will trotzdem schauen. Nicht, dass ich das doch noch verpasse, aber die machen nichts. Ja, das war wohl nichts. Und eigentlich könnten wir jetzt gerade wieder ins Schlafen legen, oder? Weil das. Leaf Ruby Mine, okay. Hier ist es auch beim Eintritt Ruby Mine, ich weiß es nicht. Es kommt mir so vor, als sei das ein bisschen leise, das Spiel. Kann das sein? Moment. Dann machen wir wieder Trick 17. Kriegen wir alles hin. Wir haben es doch alles da. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu laut ist, aber ich würde es mal gerne hier lassen. Vielleicht sind die Sounds gleich ein bisschen abartig laut, aber naja. So, Kuckuck, nichts passiert, alles super. Genau, wir speichern und begeben uns nach Nordosten. Ich schätze mal, das ist jetzt. Ach, nicht schon wieder so ein Mistvieh. Aber okay, was haben wir denn anzubieten? Ich glaube, das Beste ist wirklich noch sowas wie Energy Blast, oder? Ich glaube schon. Ja, das ist schon ein bisschen lauter. Wieso ist der so leise gewesen, der Sound? Na, die ganzen Hotkeys jetzt auch wieder umgeschrieben. Also irgendwas ist hier wie immer nicht so, wie es sein soll, aber mittlerweile erwarte ich auch schon gar nichts anderes mehr, muss ich sagen. Ja, weil, wie gesagt, ständig ist es anders. Macht richtig Launi. Wie hat er denn noch? Uninteressant. Toxiclad. Ja, einfach Schrapnell rein und fertig, oder? Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir mal treffen zur Abwechslung. Oder auch nicht. Was hast du? Cure Wounds, kannst du dich selber heilen. Okay. Oder Cold Ray. Aber ist das alles so teuer? Nein, du heilst dich jetzt mal spaßhalber selber. Nicht die 4, sondern die F4, genau. Du haust mal drauf. Das war ziemlich dumm. Könnt ihr nicht treffen? Wollt ihr nicht treffen? Was genau? Die Viecher, ey, die habe ich echt gefressen. Die wollen einfach nicht getroffen werden. Ja, bitte zaubern und auf die 4. Zum Glück sind wir auch noch ganz gut gebufft. Wir brauchten unbedingt. Oh, da hinten haben wir doch einen Kandidaten, der unbedingt ein bisschen Zauber abbekommen möchte. So. Wer zuerst trifft, kriegt einen Keks. Okay. Okay. Oh, die kriegt auch gleich eine Heilung ab. Ah, wie ich das hasse, wenn genau das passiert. Minus 2, minus 14. Jo, das war's wieder mit den Rüstungen. So, bitte mal irgendwer treffen. Das kann ja wohl nicht angehen. Haben wir denn überhaupt noch Zauberkraft? Ja, der Druida hat noch Zauberpunkte. Alles klar. Mein Gott, Walter. Ach ja. Gegenstände. Ja, alles kaputt. Auch die neuen Schuhe. Ja, dann wenigstens mal die Stahlschüchen. Das kriegst du noch gerade so hin, oder? Dann. Oh Gott, the party's. Nee, das ist ein schlechter Witz, oder? The party's starving. Ich habe nicht genug Futter mit. Habe ich überhaupt eingekauft, Futter? Nee, habe ich nicht, oder? Ja, ich habe nichts mehr zu fressen.
Oh. Ich hab nichts mehr zu essen. Was? Wie bitte? Was machen wir jetzt? Ich habe ja schon zwei Höhlen befreit, aber das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Ja, komm. Vielleicht ist davor jetzt jemand. Buy a pass to the City of Hearts. Ja, du mich auch. Got a pass? Okay, go ahead. Ja. So kann man es natürlich auch machen. Dann nicht zur Bank, sondern ins Pub. Hello, Adventurers. Dann kaufen wir mal Futter. Red Steak und Snake Eggs. Rattensteak und Schlangeneier. Ja, eine Ration mit 5 Tage reichen. Okay. 50 Gold, ja, von mir aus. Sign in. Schlafen die dann eigentlich auch? Nee, tun sie nicht. Das geht so gar nicht, ne? Das heißt, wir müssen uns so hinlegen. Okay. Wir haben den Goldenen. Das müsste der zweite sein. Jetzt reparieren wir erstmal das ganze Zeug. Big Deluxe has summoned you to Olaf's Tower. I've been instructed not to do any more business with you until you have. Gold war rechts, ne? Thanks for returning my wand. The shop will be opened on your next visit. Gibt 500 Mark und einen Magic Shop. Interessant, okay. Damals auch noch Glück gehabt. Ah. Back in Duluck. Back in Duluck. Was? Kalu. Kalu. Nee. Was? Lag die Back. Ich versuche gerade was Sinnvolles raus zu erfahren. Back du Lac, das ist aber schon wieder so ein, nein, nicht Palindrom, sondern so eine, nicht Alliteration, sondern wie heißen die nochmal, wenn die Buchstaben anders zusammensetzt. Oh. Okay. Wir sind direkt ganz oben. Sieht einladend aus. Was ist denn, wer ist denn Back du Lac? Keine Ahnung. Ist so wurscht. So, ihr seid also die. Retter der Stadt, wir sind dankbar. Es gibt eine neue Aufgabe oder eine andere Aufgabe, die getan werden muss. Was? Die Quelle? Welche Quelle? Machte die meisten seiner Untergebenen immun gegenüber den meisten Magie und Waffen. Unsere Gilde erschuf 6 alte Waffen, die in der Lage sind, selbst seine Wachen zu erschlagen. Jede hat eine, ja, eine ganz besondere Gabe, sag ich mal. Ja, die Träger zu noch stärkeren Kämpfern macht. Die wurden eins von den 6 Paladinen getragen, die im Kampf um Havik zu ja, retten oder zu beschützen, erschlagen wurden. Der Böse hat diese Waffen versteckt und mächtige Wächter platziert. Wenn du jede der Waffen oder eine der Waffen, der verzauberten Waffen findest, bring sie zu mir und ich werde dich belohnen. Die erste ist. The top of the Black Tower. Oh, hier oben, oder was? Moment. Die erste ist. Versteckt auch, ist hier oben versteckt im schwarzen Turm. Wenn du mir alle 6 Waffen bringst, werde ich dir ein. Was? Ich glaube, in this realm. I'll give to you a secret, long forgotten in this realm. Also wird er uns ein Geheimnis offenbaren, das längst in diesem, in dieser Welt wahrscheinlich, in dieser Ebene verloren, vergessen ist. Das sieht doch aus, als ob es dahinter was Feines gibt, oder? Ich kann mal gut durch die Wand laufen. Können mit ihm nicht reden, okay. Ist das nicht der schwarze Turm? Wir schauen einfach mal. Ne, Orlovs Tower. Wo ist denn der schwarze Turm? Ist das vielleicht der mit den lustigen Schriften davor, mit der Schrift? I'll teach an adventurer navigation.
Navigation. Für 100 Gold ist ja geschenkt, aber was ist denn Navigation und wer hat das? Du nicht, sie nicht, sie auch nicht. Direction Sense, aber keine Navigation. Was ist denn Navigation? Ja. Wer möchte es lernen? Vielleicht brauchen wir da zwei dazu. Ist das vielleicht in die Wälder latschen? Aber es war doch Pathfinder, oder nicht? Mir kommt es immer noch so leise vor, das Spiel. Sehr merkwürdig. Ich würde da gerne nochmal am Rad drehen. Genau, das machen wir einfach Spaß, aber nochmal. Moment. So viele Knöpfe kriegen wir aber hin. Denn lange haben wir zwar nicht mehr, aber naja. Warum das so ist? Keine Ahnung, warum ist das so leise auf? Habe ich irgendwas verstellt, umgestellt? Oder vielleicht ist es gar nicht so leise und ich bilde es mir nur ein. Aber naja, wie dem auch sei, wir schauen weiter. Moment, wo sind wir denn? Wir müssen auf jeden Fall einen Zauberspruch lernen in der magischen Gilde. Ja, dann sollte der vielleicht... Ach, wir haben nur 8000. Oh Gott, nee, lieber nicht, oder? Wir müssen ja... Aber wir müssen... Irgendeinen starken... Energy Blast können wir für den auch benutzen. Was bringt Energy Blast nochmal? Du das expansive Energy Amount per Level. Okay, also 18... Ja, Quatsch. Wir sind was? 8? Sind wir Level 8 oder Level 9? Ich glaube Level 8, oder? Wenn es... 16 Minimalschaden. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, das machen wir spaßhalber. Jetzt kann ich auch auf den Einzelnen losgehen. Und Sleep hätten wir bei dem auch. Ja, den nehmen wir spaßhalber. Falls es wirklich mal dazu kommen sollte. Beastmaster Bless. Achso, die könnte das auch lernen. Für die wird das sogar billiger. Aber nee. Das läuft ja halbwegs zumindest momentan. So, jetzt können wir genau in den Magieladen wollten wir ja rein. Halt, ist alles drin. Nothing. Ach, die waren vorher auch nicht da, ne? Und in... Ah, vielleicht ist, haben sie den Brunnen wieder hinbekommen. Ist es da nichts? Hallo? Wieder nicht, ne? What a fart, who will drink? Der mutige... Arturius. Temple of Life. Ah, sehr schön, der Tempel. Da könnte man sich natürlich dann auch... Für 10 Mark einfach billigste, ja, wenn man ein bisschen spendet, müsste es, glaube ich, sofort funktionieren, oder? Sollen wir es mal Spaß haben machen? Ach, das war's schon. Ja, okay. Das hatte ich auch so nicht mehr in Erinnerung. Jetzt können wir uns quasi das aufpowern sparen. Denn die sind jetzt schon stark. I don't deal in these goods. Was hast du denn? No items available. Willst du mich verarschen? Also er hat keine Waffen, er hat keine Panzerung. I don't deal in these... No items... Ach so, ich verstehe. Vielleicht, weil Nacht ist? Soll ich mal die Stadt verlassen und wieder rein? Wieder reinkommen? Das wäre eine Möglichkeit, oder? Und da brauchen wir noch den grünen Knüppel oder so. Das kann ich dir noch nicht sagen, Minion. Aber wir schauen mal. Und der hat hier nur die... Genau, nur in Anführungszeichen. Die Panzergeschichten. Dann verkaufen wir das. Was haben wir noch? Splintmail. 5 können wir verkaufen. 4 können wir verkaufen. Schild behalten wir. Plate Armor kann aber leider keiner tragen. Ja, irgendwie Enchant Item gibt es halt noch, aber bietet hier keiner an in der Anfangsstadt. Das ist natürlich ein bisschen. Ja gut, Anfangsschlacht. Stadt ist egal. Dann. Wollen wir mal alles reparieren und mehr hat er ja nicht. Das heißt, wir machen was genau? Wir ziehen ihm erstmal mit Items wieder die gescheiten Latschen an. Silberhelm, Silberstiefelchen, das ist doch super. Gut, jetzt die Frage, was können wir machen, was sollen wir machen? Sollen wir beim Bürgermeister vorbeischauen? Hat er irgendwie eine tolle Idee von wegen, hey, geh doch mal da dran. Ach halt, Waffen gibt es ja auch noch, stimmt. Kristallspeer. 75, der scheint nicht so wirklich gut zu sein.
Aber wir schauen mal, was wir denn verticken können. Hier Goldhilbarde, klar, was das Gold ist, ist es sehr teuer. Silberkatana, Kurzbogen. Dann kommen wir jetzt, identifizieren wir es einfach. Das Geld haben wir. Silber. Okay, Silberkatana wäre. Oh, Physical Damage. 8 bis 16, aber ich glaube, der ist ja schon mit inbegriffen, ne? Also Katana 8 bis 16. Die ist nicht schlecht. 8 bis 16. Was ist die Goldhilebarde? Was macht die denn jetzt wirklich? Für 50, weil es so teuer ist. Oh, Junge, 11 bis 26, die ist super. Flickering Naginata. Ja, 5 bis 15, das haben wir glaube ich schon, oder? Genau, Shit haben wir schon aufgeschrieben. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Sonic Sling, ja. Sag mir für 5, was es kann. Oh Gott. 2 bis 4 plus 5, unwichtig. Dance. 3 bis 6 plus 4. Okay, der ist doch der bessere. Verdammt. Obwohl der natürlich schlecht ist. Was haben wir denn noch für Fernkampf? Frostbogen 3, identifizieren. 3 bis 6, ja, der ist aber gleich gut. Und, schauen wir mal genau, was ist denn diese Emberglehe? Was kann die? Ja, 7 bis 15. Ja, das muss eigentlich auch erstmal reichen. Burning Great Axe, was ist denn die? Oh, 3. Also 5 bis 23, okay. Was sind das, die X 3 bis 21 plus 2 Feuer, okay. Ist jetzt die Frage, die ist natürlich besser, aber das andere hieß doch, Moment, wenn es Ember ist, dann müsste ich doch besser treffen. Oder habe ich das gerade übersehen? War das ein To-Hit-Modifier? Schauen wir mal, Spaß, aber nochmal ein bisschen Geld ausgegeben, ist ja wurscht. Genau, der To-Hit-Modifier ist ja plus 3. 7 bis 15, aber man trifft auf jeden Fall besser mit dem Ding. Das ist jetzt die Frage. Das eine 3 bis... Nee, ja, 3... Man macht halt mehr Schaden maximal. Also, ja, ist halt schon 5 bis 23. Das ist nicht schlecht. Aber man trifft dann nicht so gut. Hier hat man eben... To-Hit-Modifier. Physischer Schaden ist das ja nicht, oder doch? Das weiß ich nicht. Verdammt. Swift Bronze Rod ist halt auch nicht schlecht. Gut, dann verkaufen wir mal... Ja, was verkaufen wir jetzt? Den auf jeden Fall Bronze-Kurzbogen. Der ist nämlich ziemlicher Schrott. Bei ihm verkaufen wir die... Mein Silberkatana war 11 für 26. Junge, das ist ja richtig gut. Und die Goldhellebarde, ja. Was waren die nochmal? Verdammt. Goldhellebarde, Moment. Ach Gott, hier 11 für 26. Haben wir aufgeschrieben? Ja, da steht's doch. Idiot. 11 für 26 oder... 8 bis 16 für den Einhänder. Ich glaube... Ne, da kann das Katana weg. Das Katana verkaufen wir. Ist auch schön teuer, das ist gut. Den Sonic Sling Müll können wir raushauen. Flickering Naginata. Ja, das ist auf jeden Fall auch nicht gut, sonst kann sonst keiner tragen. Iron Maul können wir natürlich wegschmeißen, ganz klar. Hammer können wir wegschmeißen. Was kann denn so ein Langbogen? 5 bis 10. Oh, Longbow ist 5 bis 10. Bis 10, okay. Ja. So, das Grundding gar nicht mal schlecht. Beziehungsweise das ist noch besser als die anderen Sachen, ne? Wenn ich mir das hier also mal betrachte. Deswegen würde ich sagen, wir halten wir einfach. Aber ich doch keine To-Hit-Geschichten, oder? Dance, Shortbow, Dance, plus 4, plus, was hat denn, wir gucken einfach mal, was kann es denn, ja, 7 bis 10, ja, was ist Energieschaden, nicht nur physischer Schaden, ist glaube ich ohnehin besser, dann würde ich sagen, verkaufen wir den, nein, nicht identifizieren, ich will nicht wissen, was ein Dolch kann, der kann weg und den Langbogen schmeißen wir auch weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Der Stab kann auch weg. Aber du hattest nicht sonderlich viel, ne? Eigentlich eher Müll. Ein Kristallspeer.
Ja, ein hölzernes Kurzschwert, das ist natürlich richtig gut. Das müssen wir auf jeden Fall in unserer Liste haben, dass alle zumindest was zu lachen haben. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wir haben eine Aufgabe, eine Hauptaufgabe. Wir sollen also die Kollegen... Mein Futter habe ich gekauft, ne? Ich glaube schon, aber ich... Können wir mal schauen. Gold vielleicht ein bisschen da lassen, Party Gems da lassen. It'll be safe with me. Moment, 476, was habe ich mir aufgeschrieben? 1550. 150 haben wir dazu bekommen und... Okay, 4 Edelsteine. Das heißt, wir haben schon... Das läuft also doch vielleicht monatlich oder sowas. Dann wollen wir doch mal 150 vielleicht da lassen. 130 vielleicht. Fangen wir mit den Edelsteinen an. Was lassen wir denn da? 100... So, dann haben wir noch 40 Stück. Reicht das? Ich glaube, ne? Und Gold, würde ich sagen, brauchen wir eigentlich auf unterwegs nicht so viel. Machen wir das Ganze so. So, wir können auf jeden Fall wieder in die Stadt. Dann, ja, geht's jetzt wieder in den Norden. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wieder rauszukommen. Giants are approaching us. They're from the north. Hurry. Ihr redet von Giants, aber ich denke, Ogre sind das Problem. Denn Riesen gibt's nämlich auch. Aber Riesen sind wieder was anderes. Ach du Schöne. Wir sind gut aufgeblustert. Wir könnten... Obwohl, wir haben keine Boni genommen. Wir haben nicht aus dem Ding gesoffen. Ich sollte Spaß aber nochmal laden, oder? Wo haben wir denn gespeichert? Kurz bevor ich raus bin. Okay. Ja, ja. So schlimm wird es schon nicht werden. Jetzt regt euch mal ab. Ich hoffe mal, dass wir da nicht zu hart aufs Mäulchen bekommen. Ist nämlich schon Nacht. Ich fand auch immer den Himmel so schön bei dem Spiel. Der ist auch wesentlich schöner, genau wie so vieles andere, als ein bisschen düsterer. Fand ich immer besser als die Variante in Clouds zum Beispiel. Okay. Kodierung überlastet. Warum? Das war nicht so gut. Das hätte ich mir sparen können. Aber egal, wir versuchen es mal mit... Normalerweise kamen die immer aus der Eisgeschichte, Eiswüste irgendwie so. Eiswüste. Ja, aus dem Norden halt. Wir versuchen es mal. Ich glaube, die können das richtig verdreschen, die Kollegen. Und zwar richtig. Wir versuchen es mal mit Feuerbällen. Ja. Was genau haben die denn nach 2 Feuerbällen noch zu melden? Identify Monster. Leck. Nach 2 dicken Feuerbällen haben die noch über 2 oder knapp 200. Und eine hat es direkt mit den ersten Angriffen umgeholzt. Verdammt, ich habe die Rüstungsklasse nicht gesehen. Okay. Alles klar. Das war krass. Ja, dann würde ich sagen, die Stunde ist eh gleich rum. Dann soll es erstmal gewesen sein. Da müssen wir uns, glaube ich, wirklich was überlegen. Denn ich glaube, die sind ein bisschen hart. Vielleicht mit Sleep arbeiten und dann nur einen erstmal bearbeiten. Ich glaube, die haben noch mehrere Angriffe, irgendwie 3 oder 4. Ich habe es nicht gesehen. Muss man gleich nochmal das Video angucken. Ja, das war auf jeden Fall... ja, was war denn das? Eigentlich nichts war das. Wir sind ein bisschen rumgeirrt, haben ein paar Höhlen gesäubert, bisschen Gold, Edelsteine etc. gefunden. Oh, natürlich, wir haben jetzt einen magischen Laden, der allerdings noch nichts im Angebot hatte. Ich hoffe mal, dass da ganz tolle Sachen noch kommen. Und ich habe auch gesagt, dass wir mal die Gegenstände benutzen wollen, die wir sonst immer so mitnehmen. Das sollte ich vielleicht jetzt auch mal tun beim nächsten Anlauf. Aber erstmal müssen wir die wegkriegen. Vielleicht sind es auch nur die beiden. Vielleicht ist es irgendwie, das sind die 2 Riesen, die halt angreifen. Kann man mal dran vorbeirennen und schauen, ob dahinter vielleicht noch welche sind. Weil wenn die wieder mal so ein ganzes Riesenlager haben. Das war eigentlich... Bei Darkside hat man im Südwesten angefangen, hat sich dann da in der Region ein bisschen rumgeknüppelt, hat sich dann immer weiter nach Südosten vorgewagt. Und wenn man das alles
geklärt hatte, dann war man so bereit, sich so in den Osten vorzuwagen, wo die ganzen Gargoyles waren, und dann im Nordosten, da war dann die Schneeregion, und da hat man dann erst, ja, sehr, sehr viel später als hier, habe ich so das Gefühl, mit Riesen zu tun gehabt. Vielleicht irre ich mich auch, und eigentlich sind die gar nicht so krass, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Moment. Ja, vielleicht sind wir wirklich auf dem Level, gut, wir sind Level 8, aber wir haben immer noch niemanden gefunden, der, wo wir aufleveln können, oder ist da irgendwo einer? Nee, ich glaube nicht, ne? Ein Tempel haben wir haben eine Bank, wir haben Magieladen, wir haben einen Schwertladen, einen Schmied und noch irgendwas. Genau, eine Gilde für die Zaubersprüche, aber mehr ist da auch nicht. Ja, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Gut, dann muss man mal gucken, vielleicht oder rauslocken und immer wieder wegspringen, dass wir denen immer Feuerbälle oder mit dem Blitzschlag kommen und dann immer wieder wegspringen, dass wir Land gewinnen sozusagen. Und die nie an uns rankommen, das können wir zum Beispiel auch machen. Wäre also eine Möglichkeit. Da wollen wir doch mal schauen, ob wir das nächste Mal besser hinbekommen, weil die sind richtig krass. Die haben uns ja mit zwei Angriffen, in zwei Runden haben die uns totgeschlagen, und zwar die komplette Truppe. Ist nicht so gut, und wir haben sogar die plus 30 Lebensenergie mitgenommen, also das wird übel. Naja, ich hoffe, es war trotzdem halbwegs interessant, und auch das mit dem Hin- und Herschalten ist nicht so ein Problem. Was, ja, muss ich mal gucken, ob das überhaupt gescheit aussieht. Ob das alles funktioniert hat, wie ich mir das denke. Ja, wie gesagt, ist halt eigentlich ein etwas ruhigeres Spiel, ruhigerer Titel. Wie gesagt, deswegen auch nicht so actiongeladen, wie zum Beispiel jetzt die hektischeren Vertreter ihrer Zunft mit, ja, Eye of the Beholder, Dungeon Master und so weiter. Das ist ja eigentlich auch so gedacht, dass man mal nachdenkt und auch mal sich vielleicht überlegt, okay, welche Waffe ist denn jetzt wirklich besser? Weil es wird halt nicht wie in modernen Spielen angezeigt. Oh, die Waffe, am besten noch mit DPS, ja, oder Schaden pro Minute, Damage per Second oder wie auch immer. Gibt's ja auch, wo es heute mehr oder weniger dann später nachgereicht wird mit Patches, dass man das eben noch, ja, noch angenehmer hat. Auf einen Blick sehe ich, was der Schaden ist. Da war das halt noch ein bisschen anders und man muss sich teilweise wirklich aufschreiben, okay, ich habe diese Waffe, die macht diesen Schaden, und durch, weil sie halt hölzern ist, macht sie den, und weil sie noch das Fury oder was auch immer hat, oder Fiery, ist sie noch mit plus X Feuerschaden und so beseelt. Ja, das, wie gesagt, ist alles Might and Magic 5, 4, wie auch immer. Eigentlich ist es ja der 5er, der weiter umgebaut wurde hier für Sword zu ziehen. Aber gut, ich hoffe mal, dass es trotzdem, wie gesagt, interessant war, die Folge. Und wie gesagt, Kommentare und sowas ist immer gerne gesehen. Und damit würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal, wenn es dann wahrscheinlich wieder vom Sound, vom Ingame-Sound ein bisschen hoffentlich lauter ist. Ja, und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.